Also es darf keinen Unterschied mehr machen in Zukunft, ob ich auf dem Land oder in der Stadt lebe. Es gibt nur ein Thüringen und das muss als eines verstanden werden. Und viele Lösungen, die wir heute anbieten in Smart City, enden tatsächlich an den Grenzen der Stadt und das darf nicht mehr sein. Es muss wie selbstverständlich sein, dass auf einer zugegebenermaßen großen Fläche für 2,2 Millionen Menschen, aber das mehr muss ineinander laufen. Das hat mit Erreichbarkeit zu tun, das sind die Datenautobahnen, die ich mal gerne anspreche. Das sind aber auch, dass wir Schulen auf dem Land erhalten, auch wenn die Schülerzahl mal unter ein gefordertes Maß sinkt. Das wird die nächste Generation, die nächste Jahrgang wieder besser sein, weil Leute ziehen dann aufs Land, weil sie sagen, es gibt die Schule da. Es muss Berufsschule auf dem Land erhalten bleiben, auch wenn es vielleicht mal ein Jahr gar keine Klasse gibt. Es muss dafür Sorge getragen wird, dass medizinische Versorgung stattfindet, dass man auch einkaufen kann, aber auch vielleicht mit neuen Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man macht eine Sammelbestellung auf irgendeine Art Online-App und dann wird das zentral in eine zentrale Stelle des Dorfes angeliefert und jeder holt sich sein Paket ab. Funktioniert heute ja auch schon. Ich kann kein Tante-Emma-Lagen zwingen, im Dorf zu bleiben, aber ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, versorgt zu werden. Und ich glaube, da müssen wir auch, gibt es viele neue Möglichkeiten, die längst schon mal gedacht sind, die in Deutschland aber bürokratisch behindert werden, weil sie eben in das alte Schema des Denkens nicht reinpassen. Und das Neudenken, neue Wege gehen, mir fällt es leicht und wir wollen den Weg anderen aufzeigen.